Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich hier an einer Straße stehe, es windig ist und wie gesagt Autos vorbeifahren. Ich stehe hier direkt vorm Pet Barn, jetzt muss ich kurz überlegen, um heute mit euch das Live-Shopping-Haul-Video Australian Edition zu drehen zusammen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt hier gleich reingehen und ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, nicht, dass die jetzt hier noch denken, dass ich der totale, nicht Trottel, aber dass sie sich fragen, was hier überhaupt abgeht mit mir. Egal, wir gehen jetzt zusammen rein und dann werde ich eure Aufgaben erledigen. Ich bin richtig gespannt. So, ich stehe jetzt hier im Eingangsbereich und habe die erste Aufgabe, die da wäre, kaufe etwas, wo ein brauner Labrador vorne drauf ist. Das ist gar nicht so leicht, aber ich habe hier hinter mir so Schilder gefunden. Und da ist eins mit einem braunen Labrador. Das werde ich, denke ich, kaufen. Ich zeige es euch mal. So, das ist es. Und das werde ich jetzt hier mitnehmen. Und ich weiß aber noch nicht genau, wo ich es aufhänge, was da Sinn macht. Aber es ist das einzige mit einem braunen Labrador. Weiter geht's. Nächste Aufgabe, wir sind jetzt hier bei den Hundemänteln und hier gibt es so eine krasse Auswahl an Mänteln, auch in Größen für Labbys und so, also in großen Größen. Deswegen mache ich hier die nächste Aufgabe, die da wäre, kaufe etwas, was es in Deutschland nicht gibt und was du für Milky haben möchtest. Der Moment ist gekommen, ich werde jetzt etwas zum Anziehen für Milkas nächsten Skiurlaub kaufen. Guckt euch das mal an, Leute, das ist so krass von der Auswahl. Jetzt hier natürlich mein Handy in der Hand. Und zwar, das sind richtig riesengroße Dinger. Total krass. Oder hier mit so einem Bären drauf. Ist auch irgendwie süß. Oder einfach so ein Muster. Keine Ahnung. Ich bin etwas unschlüssig. Schaut mal, 2x XL, das finde ich auch ultra süß. Ich glaube, Milka hat entweder 2x oder 3x XL. Aber das finde ich auch echt süß hier gerade. Wir wollen ja nicht komplett übertreiben und hier so ein rosa Prinzessin-Kostüm kaufen. Okay, Leute, das war wirklich richtig schwer. Ich habe mich jetzt aber letztendlich für diesen rosa Korallton hier entschieden. Ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann von der Farbe her. Das stand auch in der engeren Auswahl, aber ich glaube, Milky wird das Einfache hier besser stehen von der Farbe her. Deswegen nehmen wir den hier mit. Ich drehe mich hier gerade um, hier sind die Mäntel und sehe das. Das ist ein komplettes Regal nur mit Hundemützen, Schals und Socken. Also ich meine, man sollte bedenken, wir sind immer noch in Australien. Hier ist es warm eigentlich. Frage ich mich, warum es das hier gibt und nicht in Deutschland. Ach du Scheiße, soll ich mir gar noch eine passende Mütze kaufen vielleicht? Oder einen Schal? Okay, ich glaube mit den Mützen, das wird leider nichts. Schaut euch mal diese tiny little Ohrenlöcher hier an. Da passen Milkas Schlappohren niemals durch, aber... Der Schal ist ML, aber der wird, glaube ich, auch zu klein sein. Nein, das geht zu weit, wir brauchen keinen Schal, wir machen jetzt mal weiter. Meine Aufgabe, an die ich gehe, in dem Geschäft, 5 Schritte gerade nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Dann zu dem Regal, was am nächsten ist und nimm dir einfach ein Produkt raus, was du cool findest. Ich bin hier bei Snacks. Kann man überhaupt Snacks mit nach Deutschland nehmen? Also darf man das? So, ich meine, das sind ja Lebensmittel, ne? Ich guck mal, was es hier so gibt. Oh, das ist Made in Australia. Okay, ich nehme es einfach mit. Ist auch egal. Ich suche mal gerade was Schönes aus. Ich stehe hier immer noch vor dem Regal und ich habe gerade was total Irres gefunden. Oh, ich habe den ganzen Kram in der Hand, sorry. Was ich noch nie gesehen habe bis dahin. Und zwar ist das ein... Doggy Donut Kit, das ist also um Donuts für Hunde zu machen. Oder Birthday Cake. Oh mein Gott, das kostet $19. $19 sind fast, ich würde mal so sagen, 15 Euro. Aber ich glaube, sowas muss ich mitnehmen. Oder ich meine, Milky hat ja bald Geburtstag. Jetzt überlegen wir mal, was wir nehmen hiervon. Ist das alles das Gleiche?
Die Donuts sind rosa, der Kuchen nicht. Oh mein Gott, da sind sogar Kerzen dabei. Ah, schwierig. Okay, wir nehmen jetzt hier einfach dieses Donut-Kit. Ich denke mal, da kann man auch einen Kuchen draus machen. Weil da sind rosane Dekorplättchen dabei und bei dem anderen sind nur braune und weiße. Also, Aufgabe geschafft. Oh mein Gott, und ich gehe hier um die Kurve. Guckt euch das an. Wie fancy ist das denn? Hier gibt es so coole Hundesachen. Das ist unfassbar. Leute, wie ich hier so durchgehe, denke ich mir immer mehr, was ist eigentlich in Deutschland los? Wieso haben wir so wenig Hundeprodukte? Hier gibt es richtige Sicherheitsgurte für Hunde. Guckt euch das mal an. Das ist total krass. Das ist so ein richtiger, fetter Autosicherheitsgurt. Furminator gibt es hier natürlich auch, habe ich gerade schon gesehen. Ultra viel Futter. Mega schöne Näpfe. Ich bin echt etwas geflasht hier. Krass, glaube fast. Milky und ich sollten mal überlegen, auszuwandern vielleicht. Ja. So, ich habe jetzt hier drei Produkte im Pet Barn gefunden. Ich werde jetzt noch in den Kmart weitergehen, denn dort gibt es richtig, richtig schöne Halsbänder und viele andere tolle Hundesachen. Deswegen gehen wir aus dem Pet Barn raus zum Kmart. So Leute, here we are at Kmart. Sorry, mein Hals ist ein bisschen trocken. Ich habe gerade einen Latte Macchiato auf dem Weg getrunken. Kommen wir zur nächsten Aufgabe, die da wäre, kaufe für Milky ein neues Halsband plus eine Leine in einer Farbe deiner Wahl, die Milky noch nicht hat. Und da stehe ich ja schon ganz richtig. Ich stehe hier nämlich bei den Halsbändern. Es gibt hier, muss ich sagen, richtig coole Halsbänder für mega wenig Geld. Ich glaube, ich werde das hier nehmen. Das ist mit so Flamingos drauf und so einer Schleife, kostet $5 in Milkys Größe. Das sind ungefähr, keine Ahnung, vielleicht so 4 Euro um den Dreh. Also es ist echt crazy, guckt euch das mal an. Das finde ich sehr cool, das werde ich Milky mitnehmen. Und ich glaube, das werde ich auch nochmal kaufen. Das finde ich echt cool und das werde ich Milky so mitnehmen. Ja. Ich glaube allerdings, ich werde Milky noch ein Halsband mitnehmen. Ich muss gerade mal schauen, weil es ist echt eine super coole Auswahl hier. Ihr Lieben, weiter geht es. Und zwar bin ich bei der nächsten Aufgabe. Und ja, ich habe hier so einen Schal in der Hand. Der kostet nur $3. Ich glaube, ich muss ihr doch nochmal so einen Schal kaufen. Das ist mega unnötig, ich weiß. Aber whatever. Kommen wir zur nächsten Aufgabe, die da wäre, kaufe etwas Tumblr-mäßiges. Kannst du mich grüßen? Ja, natürlich. Liebe Annika, ich grüße dich an dieser Stelle. Und ich habe auch gerade schon auf dem Weg hierher was richtig Tumblr-mäßiges gesehen. Da werden wir jetzt nochmal hingehen und das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich es transportieren will, aber das muss Milky haben. Weil das ist so Tumblr, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und zwar sind wir jetzt in der Fressnapfabteilung. Ich zeige euch mal gerade, was ich meine. Ich meine das hier. Ich meine, sorry Leute, wie Tumblr-mäßig ist das denn bitte? Das ist, das ist für den Fressnapf, oder das sind so zwei Fressnäpfe verschieden hoch in so einem Gestell für sage und schreibe $15, ungefähr so 13 Euro. Ich finde das total krass, das ist so günstig. Hier gibt es sogar noch so Matten für unter den Napf. Soll ich sowas auch mal kaufen? Aber die sind nicht so schön leider, weil die hätten wir echt gebraucht. Oder so ein Donut-Napf, wie cool ist das denn auch? Oh mein Gott, Leute. Der ist auch mega Tumblr-mäßig, oder? Krass, wie geil. Für nur $6. Ich glaube, den muss ich auch noch mitnehmen. Aber das hier nehme ich auf jeden Fall mit. So, ihr Lieben, machen wir weiter. Ich habe mir gerade einen Korb geholt und ich glaube, das war ein entscheidender Fehler. Weil ich schon wieder viel zu viel eingepackt habe. Naja, egal, für mich, nicht für Milka. Wir machen jetzt weiter für Milky und zwar mit der nächsten Aufgabe von euch. Die da wäre, kaufe ein Produkt für Hunde, das du verlosen wirst. Die Aufgabe finde ich auch wirklich richtig, richtig cool. Und ich glaube, deswegen stehe ich hier auch vor den Halsbändern, ich werde das Halsband kaufen, was ich Milky auch gekauft habe. Einmal in der Größe, wie ich es für Milka habe und
einmal in einer kleineren Größe, dass ich zwei verlosen kann, quasi für größere Hunde und für kleinere Hunde eins, dass jeder mitmachen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, da werde ich auch das hier nehmen, was ich euch ja schon gezeigt habe, was ich Milky auch mitgenommen habe. Und da suche ich jetzt mal die passenden Größen raus. So, eine Sache muss ich euch noch zeigen, die ich gerade beim Vorbeigehen gesehen habe, die ich so ein bisschen sehr fragwürdig finde. Und zwar sind wir hier in der Spielzeugabteilung, würde ich sagen. So, und zwar ist das dieser Happy Birthday Hut hier. Ihr seht, ist da so extra so eine Konstruktion dran, dass man das dem Hund anziehen kann. Ich muss sagen, das ist zwar irgendwie witzig, aber es ist echt so ein bisschen fragwürdig. Ja. Oh, es gibt noch einen Squeeze Donut. Der ist auch echt cool. Vielleicht habe ich ja noch eine Aufgabe, dass ich den auch noch Milky mitnehmen kann. Der ist auch echt süß. Holy shit, Leute. Holy shit. Bin ich hier aus Versehen einen Gang weitergelaufen? Ich bin nicht in der Kinderabteilung, ich bin in der Hundeabteilung. Es gibt Tütüs für Hunde. Dann gibt es ein Happy Birthday to me. Das ist fast schon wieder irgendwie lustig, oder? Pullover. Hier ist ein Entenkostüm für Hunde. Keine Ahnung, 1000 andere Pullis, Tücher, noch mehr Kostüme. Ein Einhornkostüm. Unicorn Trainer steht da drauf. Eine Jeansjacke, ey, ganz im Ernst. Wie krass ist das denn? Ein Hoodie. Geil, so ein rosaner Hoodie. Extra large, aber ich glaube, Milky hat das riesengroße Glück, dass ihr das nicht passt. Dass ihr extra large einfach zu klein ist und ich deswegen nicht kaufen kann. Wow, aber das hier sieht echt riesig aus. Für den nächsten Skiurlaub. Oh, extra, extra large gibt es sogar auch noch. Leute, ernsthaft? Die nächste Aufgabe. Ich komme ja auch so gar nicht weiter. Kaufe etwas, was du Henry mitbringst. Und da habe ich auch schon was Cooles. Wenn es ihm passt, was ich sehr hoffe, schauen wir mal. Und zwar bekommt Henry von mir dieses Tütü. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, Henry bekommt von mir so ein Bandana. Das ist blau, aber trotzdem so ein bisschen süß mit Erdbeeren. Ich glaube, das wird der Nico auch gut gefallen. Die Sounds, ich kacke ab. Ja, und ich glaube, ich kaufe Milky einfach das Gleiche. Dann haben wir ein Partner-Bandana. Wie süß wäre das denn? So, Friends, letzte Aufgabe. Dann bin ich nämlich pleite, glaube ich. Und zwar kaufe etwas, was dich an Australien erinnert für Milky. Da habe ich hier, ich muss mein Handy hier mal kurz ablegen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das ist zwar jetzt nicht aus der Hundeabteilung, aber das ist mega cool, finde ich. Und zwar ist das ein Macaron Beanbag. Also das ist so ein fettes Kissen quasi, wo Milky dann drauf liegen kann. Und das sieht aus wie ein pinker Macaron. Ist das nicht mega geil? Das werde ich ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und dann habe ich alle Aufgaben, denke ich, gut erfüllt. Hoffe ich doch zumindest. Ja. Wenn ihr eines der beiden Halsbänder gewinnen wollt, das werde ich jetzt vielleicht nochmal direkt sagen, dann schreibt doch einfach unten in die Kommentare, warum ihr das Halsband gewinnen möchtet und was ihr für einen Hund habt. Genau, das würde mich auch mal sehr interessieren. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Video. Versteht, dass ich vielleicht dieses Mal ein bisschen, ja, ein paar weniger Fragen oder beziehungsweise Aufgaben gemacht habe, weil der Platz in meinem Gepäck natürlich auch limitiert ist. Das Ganze ist schon jetzt hier komplett ausgeartet. Wie ihr sehen könnt, alleine mit diesem Napfding, das wird ultra viel Platz verbrauchen. Ich hoffe, ich kriege alles in den Koffer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist ja mal was komplett anderes. Ich fand es richtig cool hier. Ich muss sagen, es gibt in Australien so, so viele coole Tiersachen. Gerade für Hunde und für Katzen. Oh mein Gott. Das habe ich in den USA. Ich habe das auch nirgendwo anders erlebt. So viele coole Sachen. Auch Einrichtungen für Menschen. Es ist unfassbar. Es ist echt das Paradies hier. Total cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir natürlich wie immer gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Macht es gut, ihr Lieben.